Deutschland ist im Ruhemodus. Ist das nicht eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, mal über Veränderungen nachzudenken? Ob man gerade eine Arztpraxis gründet, ob man vielleicht seine Arztpraxis fit macht für die Digitalisierung? Man muss neugierig sein, sich immer wieder informieren, wie man Praxen und Praxisstrukturen erweitern kann. Wir wollen eine Plattform gründen, wo das Thema Telemedizin stattfindet für euch, für Sie alle. Spannend ist dabei die Schnelligkeit. Da kann die Digitalisierung helfen, gewisse Dinge tatsächlich outzusourcen. Genauso wie wir uns informieren, was für neue Medikamente kommen raus, müssen wir uns eigentlich informieren, was gibt es denn jetzt für Apps. Funktioniert es vielleicht, mit den Mechanismen eines Influencers Arzt zu sein und die Patienten zu erreichen, bevor sie überhaupt krank werden? Patient Journey 4.0. Wie kann ich das, was der Patient braucht, besser machen und einfacher? Nicht uns in den Mittelpunkt stellen, sondern den Patienten. Wenn man da keine Kommunikationskanäle hat, dann wird man gegenüber anderen Praxen, die das können, abfallen. Sie müssen einfach sagen, ich stehe dahinter. Ich bin davon überzeugt, dass mein Konzept funktioniert. Wenn ich sehe, was hier heute abgeliefert wird, mit welchem Enthusiasmus alle Beteiligten hier heute am Start sind, dann kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich das sage. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, macht sehr viel Spaß und ich freue mich drüber.